Ein Whisky aus Oberbayern gehört unter Kennern zum Besten, was es derzeit auf dem Markt gibt. Und ein Gin, hergestellt im Schwarzwald, räumt international Preise ab. Hochprozentiges aus Deutschland hat Hochkonjunktur. Die Gärung ist eins der wichtigsten Themen in einer Brennerei. Da Fehler zu machen, das bringe ich später nicht mehr raus. Hochwertige Spirituosen aus Deutschland finden hierzulande und im Ausland immer mehr Beachtung. Sie entstehen in liebevoller Handarbeit und schmecken ausgezeichnet. Man vergisst häufig, es geht um den Inhalt, es geht um die Qualität des Produktes. Der Platzhirsch unter den deutschen Spirituosenherstellern, Jägermeister. Vom Altherrengetränk zum weltweiten Massenphänomen mit Kultstatus. Wir liefern mittlerweile auch in so Staaten wie zum Beispiel Peru. Wir liefern nach Uruguay, wir liefern in diverse afrikanische Länder. Ein Bio-Wodka aus Hessen will den Markt aufmischen und Wodka wieder zu einem Trendgetränk machen. Hochprozentiges, das mehr ist als nur die Grundlage eines Mixgetränkes. So, was für Männer mit 96, wie viel haben wir jetzt? 96,6. 96,6. Die Berge in der Nähe von Schliersee in Oberbayern. Hier wird nicht nur süffiges Bier gebraut, sondern auch einer der erfolgreichsten Whiskys Deutschlands, der Schliers. An der Talstation der Stümpflingbahn erwarten den Liftführer heute früh ungewöhnliche Fahrgäste. Hans Kemenater, Herstellungsleiter von Schliers, und sein Auszubildender Marian Müller haben mehrere Fässer Whisky dabei. Passt, oder? Ja. Und die sollen nach oben, auf knapp 1500 Meter Höhe. Der einzige Weg dorthin, der Sessellift, der sonst Wanderer oder Skifahrer befördert. Knochenarbeit für den guten Geschmack. Denn hoch oben in der reinen Bergluft soll der Whisky reifen. Wir haben unten auch mehrere Lagerhallen, unten am Tal. Und in den verschiedenen Lagerhallen ist das auch verschieden gereift, also nur um Nuancen. Und dann haben wir auf die Idee gekommen, wieso nicht Extreme spielen, rauf am Berg. Und da ist eben die Idee der Mountain Edition geboren. Dass man da wirklich auch die Jahreszeit komplett mitnimmt. Dass man sagt, okay, da ist der Winter mit minus 20 Grad und im Sommer hat es da 35 Grad. Und da reift der Whisky ganz anders. Normalerweise lagern Whiskyfässer traditionell in Kellern. Die kostbare Schliersfracht hingegen darf, ganz innovativ, die bayerische Bergluft genießen. Whisky herstellen ist eigentlich eine große Ähnlichkeit zum Bierbrauen. Nur, dass man das dann praktisch nach der Gärung abbrennt und dann in Fässer liegt, das Destillat und reif verlässt, mindestens 3 Jahre. Das ist der große, ja, das ist eigentlich der weitere Schritt und dadurch haben wir uns gedacht, wieso nicht hier in Bayern Whisky zu machen? An der Bergstation angekommen, hiefen Hans Kemenater und Marian Müller ihre kostbare Fracht in das eigens dafür gebaute Höhenlager. Mehrere hundert dieser Fässer reifen hier oben 4 Jahre lang, umgeben von rauer Bergluft. 3 bis 4 Mal im Jahr überprüft Hans Kemenater persönlich, wie sich die sogenannte Mountain Edition entwickelt. Wichtig für ihn die Farbe, das Aroma, der Geruch und natürlich der Geschmack. Da merkst du jetzt auch, relativ, ja, sag jetzt mal, nicht so sensibel wie unten im Tal vom Geschmack her, nicht so feingliedrig, sondern eher ein bisschen grobere Richtung. Unten im Tal kommt eher die Fruchtigkeit raus. Und da hat der ist sehr malzbetont. Ist ein bisschen stärker, ne? Ja. Bisschen intensiver. Genau. Wie viel Prozent fast stärker hat der jetzt? Der ist auch bei 55% eingelagert. Der hat auch 55%. Aber ich finde, dass er auf einem guten Weg ist. Also der macht sie. Dass die Bayern gutes Bier brauen und hervorragende Schnäpse brennen, ist weltbekannt. Beste Voraussetzungen also für die Whisky-Herstellung. Das Know-how ist ja da. Es wurde nur eigentlich nicht genutzt, sondern eigentlich sind nur immer alte Wege gegangen worden, in Oberbayern Obstbrände herzustellen, in Norddeutschland Korn herzustellen. Und mittlerweile wird über den Tellerrand rausgeschaut, Gin ist möglich, Whisky ist möglich, Wodka ist möglich. Und hier entsteht das hochprozentige Getränk, die Schliersbrennerei in Schliersee. Pro Jahr produzieren die Destillateure hier 60.000 Liter bayerischen Whisky. Brennmeister Hans Kemenater zeigt Azubi Marian Müller, worauf es bei der Herstellung ankommt.
Der Prozess beginnt mit dem Brauen eines Biers. In diesem Kessel vermischt sich 60 Grad heißes Wasser mit Gerstenmalz. Das stammt, wie alle Zutaten des Schliers, aus Bayern. Dann wird Hefe dazu gemischt. Sie wandelt den Zucker aus dem Gerstenmalz in Alkohol um. Nach ein paar Stunden Gärung entsteht zunächst ein trübes Weißbier. Das probieren wir jetzt, ob die Gärung richtig läuft. Und das Ziel ist 7-8% Alkohol, richtig? Ungefähr 7-8% Alkohol entstehen. Ja, entstehen, ja. Ein Starkbier war das im Endeffekt. Das Ergebnis der Vergärung unter verschiedenen Temperaturen heißt im Fachjargon Maische. Die Whisky-Destillateure nennen sie auch Wash oder Beer. Bei der Vergärung entsteht außerdem Kohlendioxid, das die Destillateure aus dem Tank entweichen lassen. Und wenn man da reinriecht, merkst du es, Malzigkeit. Ja. Ist auch sehr dickflüssig, ne? Sehr dickflüssig. Und schon bierähnlich vom Geschmack. Ähnlich, her. Ja. Bierähnlich. Ein bisschen wie ein abgestandenes Bier. Ne? Hier bei diesem Schritt ist ganz wichtig, genaueste Kontrolle zu haben. Das ist auch alles temperaturgesteuert. Das überwachen wir alles. Weil wenn man hier Fehler macht, das zieht sich bis zum Endprodukt durch. Also die Gärung ist eines der wichtigsten Themen in der Brennerei, beim Weinherstellen, beim Bierherstellen. Da Fehler zu machen, das bringe ich später nicht mehr raus. Hans Kemenater brennt die Maische jetzt mehrmals hintereinander. In diesen Brennblasen aus Kupfer läuft die Destillation ab. Heißer Dampf löst den reinen Alkohol aus der Maische. Der Alkohol steigt als Dampf nach oben in ein Rohrsystem. Dort kühlt er ab und läuft als Flüssigkeit wieder herab. Der Whisky hat nach dem ersten Brennen einen Alkoholgehalt von ungefähr 25%. Ganz rein ist der erste Brand aber noch nicht. Diese kleinen Teilchen, die man jetzt noch sieht im Brand, was genau ist das? Das sind oft ätherische Öle oder Fuselöle, höhere Alkohole, ja. Teilweise auch Eiweiße, die ausgefallen sind. Aber sieht man auch, dass das da einfach noch nicht ganz sauber ist. Und darum müssen wir zweimal brennen. Beim zweiten Brennen wird der Whisky noch reiner. Der Alkoholgehalt liegt jetzt bei etwa 70%. Den Betrieb gibt es seit fast 20 Jahren. Entstanden ist er aus einer Obstbrennerei. Uns besonders macht eigentlich so, dass wir uns getraut haben, das überhaupt anzupacken. Dann natürlich, dass wir das technische Know-how von der Obstbrennerei schon haben. Und Obst ist sehr sensibel zu behandeln. Also das Aroma bei Obst ist sehr, sehr flüchtig. Und uns war dann wichtig, den Whisky, die Gerste, genauso zu behandeln wie das Obst. Und so haben wir dann das Know-how mit eingesetzt, technische Anlagen dafür, die Brennerei und eben sich die Zeit zu nehmen, Whisky lange in Fässer reifen zu lassen. In dieser riesigen Halle lagert das flüssige Gold aus Oberbayern. 560 Fässer, a 225 Liter. Insgesamt über 100.000 Liter Whisky. Made in Bavaria. Die Fässer geben während der Reifung durch die Holzinnenwände Aromen an den Whisky ab. War beispielsweise vorher Portwein oder Sherry im Fass, nimmt der Whisky nach ein paar Jahren einen leicht süßlichen Geschmack an. Ich sage mal, mindestens 60% des Whisky-Geschmacks entscheidet sich im Fass. Dabei kommt es darauf an, welche Fässer das man hernimmt. Sind es neue Fässer, sind es gebrauchte Fässer, war vorher schon was drin, hat alles seinen Einfluss. Liebevoll kümmern sich Hans Kemenater und seine Mitarbeiter um jedes einzelne Fass und seinen Inhalt. Wir haben mit 6 Fässern 1999 angefangen. Also 6 Fässer kann man sich ja vorstellen, war so eine kleine Pyramide. Und mittlerweile haben wir 2800 Fässer, wo Whisky drin lagert. Wirklich in diesen amerikanischen Weißeichefässern, in uralten Sherryfässern von der Bodegas Tradition, in Portweinfässern. Am Ende des Arbeitstages wartet die wohl schönste Aufgabe auf die Whiskybrenner: das Verkosten eines jahrelang gereiften Schliers Single Malt. Der hat bereits etliche Preise gewonnen. Zum Beispiel kürte ihn das Whisky Magazine zum Best European Single Malt Whisky. Mittlerweile verkauft sich Schliers in ganz Europa. Der Schwarzwald.
reine Natur, klares Wasser. In der Nähe von Freudenstadt wird auf einem ehemaligen Bauernhof einer der besten Gins der Welt hergestellt. Sein Name? Monkey 47. Sein Produzent Alexander Stein erklärt, was Gin überhaupt ist und warum er neuerdings aus Deutschland kommt. Gin ist eine Mischung aus dem Obstgeist und dem Kräutergeist sozusagen. Und beides ist in Deutschland in extremer Breite und Tiefe vorhanden. Also wir haben allein im Schwarzwald 28.000 Kleinbrenner, die sich an Obstbränden und Kräutergeisten und Obstgeisten betätigen. Also es ist eigentlich sehr, sehr logisch, dass man in Deutschland einen Gin brennen kann. Das Geheimnis der Gin-Herstellung liegt in den Zutaten, Botanicals genannt. Beim Monkey 47 sind es 47 verschiedene, daher sein Name. Als Grundstoff dienen Wacholderbeeren. Destillateur Hubert Jehle mischt aber noch Preiselbeeren aus dem Schwarzwald hinzu. Hubert Jehle zerkleinert die Beeren zu einer Art Mousse. So nimmt das Fruchtfleisch die Aromen der Schalen besser auf. Anschließend gibt der Destillateur Wasser und reinen Alkohol dazu. Der Alkohol kommt aus Frankreich und wird aus Melasse gewonnen, einem honigartigen Zuckersirup. Dieser Arbeitsschritt nennt sich Mazeration. Dabei lösen sich die Aromen in dem Alkohol-Wasser-Gemisch auf. Bei Preiselbeeren sind halt dieses Jahr sehr, sehr gut. Haben wir Glück gehabt, gell? Da die Mazeration ist extrem wichtig. Also hier wird ungefähr 90% der Qualität festgelegt, kann man sagen. Also es ist analog wie beim Kochen. Ja. Gute Zutaten machen letztendlich bei richtiger Handhabung auch ein gutes Gericht. Mitarbeiter bereiten jetzt frisch die sogenannten Botanicals vor. Zunächst die aromatischen Schalen von Zitronen, Grapefruit oder Pomelo. Das Fruchtfleisch wäre zu sauer und bitter. Deshalb verwenden die Mitarbeiter nur die Schalen. Als nächstes die Kräuter. Sie stammen zum Teil aus eigenem Anbau. Andrea Meyer zerkleinert Angelika-Samen. Die Angelika-Pflanze ist ein uraltes Heilkraut, das auch in Deutschland wächst. Ihre Samen riechen angenehm und schmecken süßlich. Auch Lavendel ist eine wichtige Zutat des Monkey 47 Gins. Außerdem noch Pomeränzchen, Fichtensprossen, Akazienblüten, Hagebuttenschalen und Brombeerblätter. Die genaue Rezeptur ist allerdings ein streng gehütetes Geheimnis. Das sieht ja gut aus. Sind Sie zufrieden? Ja, riechen Sie mal, sehr gute Qualität. Oh, super. Aber es ist ja extrem gut dieses Jahr. Sehr aromatisch. Ja, und sonst, was haben wir hier? Angelika ist auch diesmal gute Qualität. Ja, frisch gemahlen. Super. Und Fichtensprossen haben wir da diesmal genügend bekommen? Ja. Ja? Ja. Also ich muss nichts machen. Hubert Jehle gibt jetzt die frisch zubereiteten Botanicals in das sogenannte Mazerat, also in die Alkohol-Wasser-Beeren-Mischung. Er zerkleinert die Kräuter und die Schalen der Zitrusfrüchte, damit die Aromen besser in das Alkoholgemisch übergehen. Das Ganze bleibt anschließend 36 Stunden stehen, um zu reifen. Ja, ich komme aus einer Brennerfamilie. Also mein Großvater war in der Industrie, mein Vater war in der Industrie. Mein Vater ist jetzt, glaube ich, der ist jetzt 80 oder wird 80. Der ist seit er 20 ist ausgebildeter Destillateur. Also wir haben durchaus eine über 100-jährige Destillationskompetenz im Haus. Nach 36 Stunden sind die wertvollen Aromen in das Alkohol-Wasser-Gemisch übergegangen. Diese Flüssigkeit brennt Hubert Jehle jetzt zu Gin. Dazu gibt der Destillateur das Gemisch in eine Brennblase. Die Anlage, bestehend aus 4 Brennblasen, hat Gründer Alexander Stein selbst entworfen. Sie ist weltweit einmalig. Vor dem Brennen hängt Hubert Jehle noch einen extra Korb mit Botanicals in die Blase. Sie soll dafür sorgen, dass der Alkoholdampf noch mehr Aromen aufnimmt. Jetzt kann es losgehen. Das Mazerat wird erhitzt.
Dabei steigt der Alkohol in Form von Dampf nach oben, kühlt im Rohrsystem ab und fließt nach unten. Das Destillieren dauert etwa 1 bis 1,5 Stunden. Es entsteht 95%iger Alkohol. Später kommen etwa 70% Wasser dazu, um den Alkoholgehalt im Gin auf genau 47% zu reduzieren. Den fertigen Gin füllt Hubert Jehle nun in Steingutbehälter. Dort darf er für 3 Monate ruhen und weiter reifen. Das Steingut ist dank grober Poren leicht luftdurchlässig. Der Sauerstoff harmonisiert den Gin, macht ihn also geschmacklich runder. Insgesamt lagern mehrere 1000 Liter Gin in diesen neuen 1000 Liter Steingutfässern. 47 hat für uns eine besondere Bedeutung. Zu einem hatte früher ein London Dry Gin, wie auch Monkey 47, immer 47%. Und zum anderen verwenden wir auch 47 verschiedene Zutaten, was relativ außergewöhnlich und einzigartig ist. Im normalen Gin finden ungefähr 8 bis 12 klassische Botanicals Anwendung. Bei uns sind es eben 47. Von den 47 sind ungefähr 1/3 regionaler Herkunft und zählen somit nicht zu den klassischen Gin-Gewürzen. Alexander Stein und seine Mitarbeiter feilen regelmäßig an der Rezeptur. Denn die Qualität der Zutaten schwankt leicht. Und das gleichen die Gin-Perfektionisten aus, indem sie die Zutaten immer wieder aufs Neue anpassen. Das ist schon ein Riesenunterschied. Er ist nicht so intensiv, oder? So. Ja, genau. So. Ich denke, das passt so. Im Anfangsjahr kamen gerade mal 2000 Flaschen des Schwarzwald-Gins in den Handel. Heute sind es über 150.000 pro Jahr. Beim World Spirit Award gewann der Gin aus dem Schwarzwald sogar die Goldmedaille. Jeder kennt ihn. Fast jeder hat ihn schon mal getrunken. Früher Altherrengetränk, heute angesagte Partyspirituose. Die Macher hinter dem Kräuterlikör aus dem niedersächsischen Wolfenbüttel verkaufen 90 Millionen Flaschen im Jahr. 80% schicken sie ins Ausland. Jägermeister gibt es mittlerweile in 117 Ländern rund um den Globus. Auffälligstes Merkmal, die eckige Flasche. Es gibt sie in Größen von 0,02 bis 1,75 Liter. Die Deutschen mögen die kleinen und großen Flaschen. Im Ausland überwiegt die 1-Liter-Version. Der Erfinder von Jägermeister, Kurt Mast, hat die Flasche im Gründungsjahr 1934 selbst entworfen. Die Flasche wurde seinerzeit von Herrn Mast ausgewählt, weil sie eigentlich nach mehreren Versuchen diejenige war, die am größten Kurzfestigkeit hatte, die am stabilsten war. Und das war eigentlich der entscheidende Faktor seinerzeit. Und grün wählt man üblicherweise deshalb, um dem Produkt einen besseren Faktor zu geben in Sachen Lichtschutz. Also es ist einfach für besser geschützt durch die grüne Farbe gegen UV-Licht. Und dadurch bleibt unser Produkt eben länger auch in gutem Zustand. In jeder der grünen Flaschen stecken insgesamt 56 Kräuter. Die genaue Rezeptur ist streng geheim. Nur wenige Zutaten sind bekannt. Zum Beispiel Kamillenblüten, Ingwer, Zimt, Apfelsinenschalen, Sternanis oder Kardamom. Hier im Werk kann sich der Besucher die Zutaten anschauen und diese anfassen und riechen. Jägermeister produziert allein in Deutschland an 3 Standorten. Jens Riesen ist Werksleiter im sächsischen Kamenz. Unsere Zutaten kommen von überall aus der Welt. Das heißt, wir beziehen sie eigentlich von allen Kontinenten. Die kommen aus Südeuropa, sie kommen aus Mittelosteuropa, sie kommen aus Afrika, sie kommen aus Asien, aus Südamerika, werden also in vielen, vielen Teilen der Welt angebaut. Die Hauptzutat des Jägermeisters sind die Gewürze. Jeder Sack muss durch eine strenge Qualitätskontrolle. Die erste von insgesamt 383 Prüfungen. Die Chemiker analysieren, wie hoch der ätherische Ölgehalt der jeweiligen Gewürze ist. Erst dann darf die Ware in die Produktion.
Zuerst mahlen mehrere Maschinen mit unterschiedlichen Mahlgraden die Gewürze. Darunter zum Beispiel Sternanis aus China. Der hat einen süß-würzigen und leicht feurigen Geschmack. Den 52-prozentigen Grundalkohol stellen die Macher von Jägermeister nicht selbst her, sondern lassen ihn per Tanklaster direkt ins Werk liefern. In der Fabrik läuft die Alkohol-Wasser- und Kräutermischung vollautomatisch ab. Bei der mehrwöchigen Mazeration lösen sich die Aromastoffe der Kräuter im Alkohol auf, genauso wie bei der Whisky- oder Gin-Herstellung. Der Kräuterschnaps lagert dann ein Jahr in massiven Eichenholzfässern. In jedes dieser Fässer passen 24.000 Liter Jägermeister. Mitarbeiter überprüfen immer wieder den Geschmack. Zum Schluss werden die Kräutermischungen und die weiteren Zutaten gefiltert. Dann gelangen sie in riesige Stahltanks mit 60.000 Liter Fassungsvermögen. Wir haben hinten vier Behälter mit hochprozentigem Alkohol. Davor stehen zwei Tanks mit Flüssigzuckersirup. Davor haben wir noch mal zwei Behälter mit einem Karamellsirup. Und hier vorne in dem Tank ist letztlich Osmosewasser, das heißt ein aufbereitetes Trinkwasser mit etwa Pharmaqualität. Hinter der Rohrtrasse befinden sich unser Jägermeister Grundstoff, unser Kräuterextrakt, den wir vorhin schon gesehen haben. Und ausgemischt wird das ganze Ion in dieser Anlage mit einer Kapazität von 30.000 Liter pro Stunde. Vor dem Abfüllen prüfen Chemiker im Labor ein letztes Mal die Qualität des Destillats. Farbe, Geschmack, Geruch und Konsistenz müssen strengen Kriterien entsprechen. Die Chemiker prüfen aber vor allem, ob der Alkoholgehalt von genau 35% stimmt. Der letzte große Arbeitsschritt, das vollautomatische Abfüllen. Insgesamt 65 Mitarbeiter im Werk Kamenz überwachen das Befüllen von mehreren hunderttausend Flaschen am Tag. Je nach Auftragslage. Hat eine Flasche einen Fehler, nimmt eine Mitarbeiterin diese sofort aus der Produktion. Kräuterschnapsherstellung im Akkord. Handarbeit ist hier weniger gefragt, eher perfekt geplante Industrielogistik. Beim Abfüllen bläst eine Maschine zunächst Luft durch die Flaschen, um sie zu reinigen. Dann befüllt diese Maschine die Flaschen mit Jägermeister. 18.000 Stück pro Stunde. Heute ist die 1-Liter-Version dran. Die Schraubverschlüsse kommen ebenfalls vollautomatisch auf die Flaschen. 300 pro Minute. Fehlen nur noch die Etiketten mit dem berühmten Hirsch. Mehrere hundert Etiketten kommen jeweils in eine Form, damit alle richtig herum auf die Flaschen geklebt werden. Ähnlich wie Papier bei einem Drucker. Das Design ist inzwischen modifiziert worden. Ein wesentliches Merkmal ist, dass das Strahlenkreuz inzwischen grün geworden ist. Das Etikett ist etwas aufgeräumter insgesamt. Es ist wertiger. Der Hirsch, der hat eine andere Anmutung. Die Etikettiermaschine trägt einen Klebstoff auf die Flaschen auf und verpasst diesen so 300 Mal pro Minute ihr endgültiges Erscheinungsbild. Die gefüllten Flaschen laufen entweder direkt zur Packstation oder landen in diesem Turm, mitten in der Produktion. Das Gerät hier ist ein dynamischer Flaschenpuffer. Der hilft, die Produktionsabläufe im Einzelnen bei Störungen voneinander zu entkoppeln. Das bedeutet, dass wenn wir im Einpackbereich eine Störung haben, wie zum Beispiel ein Flaschenbruch, eine andere Havarie, kann dieser Puffer bis zu 3,5 Minuten Produktionsleistung aus dem Füllbereich aufnehmen und damit helfen, dass das Hauptteil, das Herzstück der Anlage, nicht abgestellt werden muss. Ein Großteil der Störung ist deutlich kürzer als diese 3,5 Minuten und so habe ich die gute Möglichkeit, eben hier die Produktion zwischenzupuffern und dann dort wieder abzufahren. Bei dieser Packweise landen immer 6 1-Liter Flaschen im Karton. Durch die unterschiedlichen Flaschengrößen, die alle über dieselbe Anlage laufen können, gibt es auch Kartons mit 12 oder 24 Flaschen. "45 Kisten mit insgesamt 270 Flaschen landen auf einer Palette.
Jede Palette gehört zu einem bestimmten Auftrag und wird vollautomatisch eingeschweißt. Damit bei der Zwischenlagerung und der Auslieferung zum Kunden nichts durcheinander kommt, bekommt jeder Posten ein digital lesbares Etikett. So geht im riesigen, komplett computergesteuerten Hochregallager nichts verloren. Dieses Lager erstreckt sich über mehrere Stockwerke und ist die Anfangs- und Schlussstation für alle Materialien und Waren im Werk. Hier lagern wir auf 8 Ebenen insgesamt ungefähr 9000 Paletten. Die unterste Ebene ist belegt für Fertigungsmaterial, was dann eben sowohl auf der einen Seite reingenommen wird über die Verladestraße, wie wir schon gesehen haben, als eben auch auf der anderen Seite automatisch der Produktion zugeführt. Alle anderen Ebenen sind ausschließlich belegt für Flaschenware. Am Tag verlassen das Werk in Sachsen bis zu 15 Lkw. Diese fahren vor allem nach Osteuropa, nach Polen, Tschechien oder Ungarn. Aber auch nach Südeuropa, zum Beispiel nach Italien oder Spanien. Am beliebtesten ist Jägermeister in den USA. Deutschland und Europa kommen erst danach. Mittlerweile gibt es den berühmten Kräuterlikör aus Deutschland aber fast überall auf der Welt. Im nationalen Bereich haben wir einen relativ starken Kleinflaschenmarkt auch. Großflasche ist aber doch an der Stelle überwiegend. International fragen die Kunden fast nur nach der 1-Liter-Flasche. Die stärksten Märkte sind die Vereinigten Staaten, der nationale Markt und Großbritannien. Aber wir liefern mittlerweile auch in so Staaten wie zum Beispiel Peru. Wir liefern nach Uruguay, wir liefern in diverse afrikanische Länder. Nordamerika sowieso halt. Und auch asiatische Märkte haben wir inzwischen aufgetan. Also man kann das genauso gut in Südkorea bekommen. Weltweit 650 Mitarbeiter, 90 Millionen verkaufte Flaschen im Jahr. Mehr als 500 Millionen Euro Umsatz. Der Kräuterschnaps aus der niedersächsischen Provinz ist zu einer Weltmarke geworden. Und seinem ursprünglichen Rezept immer treu geblieben. Jägermeister schmeckt heute genauso wie vor 90 Jahren. In der Nähe von Marburg in Hessen entsteht ein ganz besonderer Wodka. In einer Brennerei, die es schon seit dem 18. Jahrhundert gibt, hat der 79-jährige Brennmeister Jürgen Behlen das Steuer fest in der Hand. Schon seit den 60er Jahren stellt er hier hochprozentigen Alkohol her. Vor ein paar Jahren trat der 37-jährige Florian Rentschin aus Wiesbaden in das Leben des erfahrenen Brenners. Gemeinsam stellen sie seitdem Freimut-Wodka her, einen mehrfach ausgezeichneten Bio-Wodka. Florian Rentschin ist neu im Geschäft. Ich bin ganz klassisch der Quereinsteiger. Ich fand es immer interessant, wie viel Vielfalt Wodka hat. Und diese Vielfalt sieht man so nirgendwo. Und irgendwann war ich an einem Punkt, dass ich geglaubt habe, da was verändern zu können oder auch etwas Gutes machen zu können. Brennmeister Jürgen Behlen hat in seinem Leben vor allem Schnaps gebrannt. Dass er auf einmal Teil der neuen deutschen Spirituosenbewegung ist, stört ihn nicht. Es hat sich völlig verändert, der Markt. Also wir haben ja früher nur Korn destilliert. Und mit dem Laufe der Jahre ist der ja ganz zurückgegangen, der Verbrauch. Und modische Getränke sind gekommen, es ist halt Liköre sind gekommen, das ist die Überzahl inzwischen. Und dann Trendgetränke. Wodka gibt es seit dem 14. Jahrhundert. In Osteuropa produzierten die Brenner ihn schon immer aus Getreide, zum Beispiel Weizen. Erst viel später benutzten vor allem die Russen Kartoffeln, weil die billiger waren. Florian Rentschin setzt auf die traditionelle Herstellung mit Getreide. In diesem Fall Roggen. Ich habe mich für Roggen entschieden, weil Roggen einfach viel aromatischer ist. Das kennt man auch schon vom Roggenbrot her. Es hat einfach viel mehr Geschmack und ist viel rustikaler. Und das fand ich deutlich interessanter, als einen einfachen Weizenalkohol zu machen. Und das Malz liefert einfach nochmal eine besondere Aromatik. Florian Rentschin verwendet eine Mischung aus 70% Roggen und 30% Roggenmalz. Malz entsteht, wenn Getreide durch die Zugabe von Wasser keimt und anschließend wieder getrocknet wird.
Ja, das war jetzt das Malz und das hier ist der Roggen. Und der Roggen ist wirklich total schön homogen. Ja, ja. Und der ist echt sauber. Total ganz, ganz sauber. Ja, ja. Kein Staub, kein Fremdbesatz, keine Wicken, kein Mutterkorn, gar nichts drin. Könnte man auch schön Brot draus machen. Das Wichtigste bei der Herstellung ist die Qualität der Rohstoffe. Den Bio-Roggen lässt Florian Rentschin deshalb aufwendig reinigen. Insgesamt 10 Verunreinigungen, die der Bauer miterntet, kommen vor dem Brennen heraus. Zum Beispiel kleine Äste, Blätter, Unkraut, Steinchen, die Hüllen der Getreidekörner oder sogenannte Wicken, eine bittere Pflanze, die oft mit dem Roggen wächst. Außerdem Mutterkorn, ein giftiger Pilz, der den Roggen befallen kann. Zusätzlich putzen spezielle Bürsten jedes Korn und befreien es so von Staub. Erst nach dieser aufwendigen Reinigung ist der Roggen gut genug für Florian Rentschins Bio-Wodka. Der gereinigte Roggen und das Roggenmalz kommen jetzt erstmal ins Silo der Brennerei. Heute insgesamt 2400 Kilogramm Getreide. Danach folgt das Schroten. Schroten bedeutet im Grunde nur, dass das Getreide geschreddert wird und quasi zum Mehl verarbeitet wird. Dass es später leichter aufgeschlossen wird und sich leichter in Wasser lösen kann. Diese riesige Mühle erzeugt mehrere hundert Kilogramm Mehl pro Minute. Sie kann fast alles verarbeiten, also zum Beispiel auch Weizen, Gerste oder Kartoffeln. In der Brennerei landet das Mehl in einem großen Kessel, in dem bereits 7000 Liter Wasser kochen. Dieses Gemisch aus Wasser und Roggenmehl ist die Maische. Die Destillateure müssen der Maschine nur angeben, wie viel in den Kessel soll. Das ist wichtig für die Menge an Wodka, den sie in den nächsten Tagen brennen wollen. Fehlt noch die wichtigste Zutat für die Herstellung von Alkohol: Hefe. Die kauft Florian Rentschin in Pulverform. Auch die Qualität der Hefe ist wichtig für den Geschmack des späteren Wodkas. Bevor sie in der Maische landet, lösen die beiden die Hefe in Wasser auf. So kann sie sich gleich besser mit dem Getreide-Wasser-Gemisch verbinden. Wir haben jetzt hier eine Trockenreinzuchthefe, die normalerweise im Whisky-Bereich eingesetzt wird. Die produziert aber einfach viel mehr Aroma als eine normale Standardhefe. Und die Hefe ist deshalb so wichtig, weil die letzten Endes den Zucker in CO2 und vor allem den Alkohol umwandelt. Hefe ist ein Pilz, der, vereinfacht ausgedrückt, den Zucker im Roggen frisst und dabei Alkohol und Kohlendioxid ausscheidet. Können wir die Hefe schon reintun? Nein. Was haben wir denn? 55 Grad. Oh nee, da geht es sofort kaputt, das macht keinen Sinn. Wie viel brauchen wir denn? 32 Grad, sonst wird das nichts. Die Hefe kann erst bei einer bestimmten Temperatur rein, damit sie aktiv bleibt. Das ist im Grunde alles. Und die sollte nicht 34 Grad überschreiten. Um die Temperatur zu senken, verlaufen außen und innen im Kessel Rohre, durch die kaltes Wasser gepumpt werden kann. Damit kühlt die Maische viel schneller ab. Zu lange darf das Abkühlen nicht dauern, sonst könnte sich die Maische mit Bakterien infizieren. Die Hefe ist mittlerweile aufgegangen. Die Temperatur stimmt. Jetzt kann sie in der Maische aktiv werden und Alkohol produzieren. Es ist im Prinzip völlig egal, ob wir Whisky, Wodka oder Korn herstellen. Solange es ein stärkehaltiger Grundstoff ist, ist es immer das Gleiche. Nach ein paar Stunden ist die Maische fertig und kommt jetzt in den Gärtank. Etwa 7000 Liter davon pumpen die beiden in den Edelstahltank. Knapp eine Woche produziert die Hefe jetzt Alkohol. Andere Brenner lassen die Maische nur für 48 Stunden gären. Bei einer kürzeren Gärzeit können aber mehr Nebenerzeugnisse wie unerwünschter Fuselalkohol entstehen. Eilig hat es hier keiner. Sie lassen den Dingen Zeit, sich zu entwickeln. Und das ist jetzt hier abgeschlossen.
Und deswegen pumpen wir die vergorene Maische, die jetzt einen Alkoholgehalt von 8-10% hat, rüber in die Rohbrennkolonne, um den Alkohol aus der Maische rauszulösen. Das funktioniert mit heißem Wasserdampf. Dazu kommt die Maische in eine sogenannte Destillationskolonne. Kolonne deswegen, weil das Destillieren, also das Brennen, nicht einmal, sondern mehrmals hintereinander passiert. Dabei entsteht zuerst Alkoholdampf, der nach der Kühlung zu flüssigem Rohbrand mit ca. 85% Alkohol wird. Wir haben hier 15, das sind Kochböden. In jedem Boden wird eben die Maische aufgekocht und der Alkohol steigt nach oben. Das heißt also, oben haben wir die höchste Konzentration in der Maische und unten die geringste, weil wir von unten heizen und über jeden Boden, in jedem Boden wird sie aufgekocht, steigt der Alkohol hoch in die Verstärkerböden. Die Böden dienen nur dazu, den Alkohol restlos aus der Maische zu trennen. Im Rohbrand sind aber immer noch verschiedene Fuselstoffe. Deshalb folgt danach eine zweite Destillation. Das geschieht gleich nebenan. Das Prinzip ist ähnlich wie beim Rohbrand, nur dass diese Brennblase den etwas komplizierten Namen Rektifikationskolonne hat. Also wir sind jetzt hier beim Feinbrennen. Das bedeutet, wir machen aus dem hergestellten Rohalkohol einen Feinalkohol, also einen gereinigten, sauberen Alkohol. Auf diesem Kessel ist eine Rektifikationskolonne aufgesetzt, in der der Alkohol Boden für Boden hochdestilliert wird. Und Boden für Boden steigt der Alkoholgehalt. Am Anfang haben wir 40-50% auf den ersten Böden. Und in der Spitze, nach 48 Böden, liegt der Alkoholgehalt bei ungefähr 96,4%. So, was für Männer mit 96, wie viel haben wir jetzt? 96,6. 96,6. Hören Sie auf. Das macht man nicht. Alles, was über 60 ist, ist unsinnig. Es geht gut. Wodka muss ja per Gesetz auf über 96% destilliert werden und ist entsprechend die sauberste Spirituose. Sauber, aber nicht neutral. Und das ist eben unser großes Ziel, den Alkohol sauber zu bekommen und trotzdem noch den guten Geschmack zu bewahren. Im Lager der Brennerei reifen auch Whisky und andere Brände. Florian Rentschins Wodka ist eine Auftragsproduktion, denn ansonsten stellt die Brennerei ihre eigenen Spirituosen her. Um den Wodka später von den 96% Alkohol auf die Trinkstärke von 40% zu bringen, wird Wasser dazu gemischt. Der Wodka oder beziehungsweise der Alkohol wird hier eingelagert, um zu harmonisieren. Bedeutet, dass einfach durch die Lagerung der Alkohol die Chance hat, sich im Grunde zu entspannen. Und dadurch wird er milder und vom Mundgefühl her angenehmer. Der letzte Arbeitsschritt, das Abfüllen und Verpacken. Quereinsteiger Florian Rentschin macht so gut wie alles selbst. Vom Design der Flaschen und der Etiketten bis zum Bekleben. Um eben auch sicherzustellen, dass vor allem die Schritte, die mir wichtig sind, also alle Schritte sind mir wichtig, auch so gemacht werden, wie ich mir das vorstelle. Und ja, da gehört es halt eben auch mal dazu, Etiketten zu kleben oder Flaschen und Kisten zu packen. 700 Halbliter Flaschen füllen sie heute ab. Diese Maschine schafft etwa 800 Flaschen pro Stunde. Das Abfüllen läuft automatisch ab. Lediglich die Verschlüsse schrauben sie per Hand auf die Flaschen. Das Verschließen der Kappen mit Heißluft läuft heute nicht ganz so wie gewünscht. Das Problem? Der goldene Abschluss verschiebt sich unschön nach oben. Ja, was habe ich denn gesagt? Ich habe schon ein bisschen länger gemacht. Es geht nicht von oben. Ich glaube, ich... Jetzt glauben Sie es? Gut. Ja, im Grunde geht es darum, dass sich die Schrumpfkapsel sauber um den Korken und um den Flaschenhals legt. Und das ist eine Einstellungssache und da muss man einfach mal ein bisschen rumprobieren, damit es halt wirklich optimal passt. Das ist keine Einstellungssache, das ist eine Sache vom Föhn. Der bläst zu viel und verschiebt die Schrumpfkapsel. Und wenn man nur auf eins stellt und dafür näher ran, ist auch blöd.
Geht auch nicht. Dann schrumpft er ja gar nicht. Lass mal laufen. Hier, den muss den auch anstellen hier. Ach, jetzt läuft er. Das ist auch nicht heiß genug. Das reicht nicht mit einer Stufe. Was habe ich denn gesagt? Am Anfang war es gut. Ja, jetzt stellen wir eine Stunde rum, damit es wieder passt. Machen wir mal eine. Ja, wir können ja auch ein bisschen neigen, dann kommen wir ja auch ran. Können wir auch die Höhe ein bisschen variieren, ohne großartig was einzustellen. Ich kann ihn ja den Föhn in die Richtung drehen. Ja, und dann? Und so kippen. Leute, wir können da nicht auf das Gummi blasen. Es verbrennt nämlich das Gummi. Dann hätte es auf der anderen Seite sein müssen. Hier, aber nicht dort. Das geht nicht, da verreckt das Gummi. Ja, jetzt kommt nämlich das, dass ich das obere abhebe. Ah ja, handgemacht halt, ja. Also Sie müssen von hier gleich oben drauf drücken, dann ist das in Ordnung. Das ist hier keine industrielle, professionelle Apfelanlage. Hier wird täglich im Grunde was anderes gefüllt. Heute mein Wodka und da muss er eben so ein bisschen improvisieren. Nach einigen Minuten Tüftelei klappt der Trick vom erfahrenen Brennmeister Jürgen Behlen, einfach die Kappen per Hand anzudrücken. Der vollständig in Handarbeit produzierte Wodka ist nach knapp einer Woche Arbeit endlich fertig. Also zurzeit verkaufe ich meinen Wodka deutschlandweit, habe aber auch schon die ersten Anfragen aus dem Ausland. Jetzt Österreich wird jetzt ab Anfang des Jahres kommen und dann geht's weiter. Den Freimut-Wodka gibt es in einigen gut sortierten Bars, bei etlichen Händlern in ganz Deutschland und online zu kaufen, sowie im Shop der Brennerei. Der englische Spirituosenpapst Simon Difford hat den Freimut-Wodka zu einem der besten der Welt gekürt. Das Ergebnis von echter Handarbeit und dem Zusammenspiel aus jahrzehntelanger Erfahrung und Leidenschaft für Wodka. Haben wir es mal wieder geschafft, Herr Behlen? Tja. Was soll man sagen, gell? Florian Rentschin verkauft seinen Wodka zwar erfolgreich, er hat aber auch ein Problem. Die In-Spirituose ist derzeit eine andere. Aber das kann sich ja jederzeit ändern. Bei den hippen Leuten ist Wodka nicht hip. Da ist Gin unangefochten an erster Stelle. Aber wenn eben Wodka, wie gesagt, gut gemacht ist und man den auch mit Genuss trinken kann, dann sieht das, glaube ich, auch in Zukunft anders aus. Spirituosen aus Deutschland sind längst nicht mehr nur Korn oder Obstler. Gins, Whiskys, Wodkas oder Kräuterlikör made in Germany räumen international Preise ab und zeigen, dass die Deutschen viel mehr können als nur gutes Bier zu brauen. Hochprozentiges aus Deutschland, mittlerweile hoch erfolgreich, kann sich weltweit gut sehen und schmecken lassen.